Willkommen zurück, Leute, zu Edna bricht aus. Ja, und natürlich ist es so, dass wir jetzt halt bei Peter und Petra noch die Toilette finden. Keine Ahnung, ob wir da drin aber jetzt den Typen von den Monitoren finden. Aber zuletzt habe ich ja noch gesagt, ja, die gehen ja nicht zusammen auf die Toilette. Aber ist ja klar, dieses Schild, das war ja eigentlich nur für Personal. Wenn die da einfach reingehen, die Irren, dann sollen die da natürlich gar nicht rein. Das heißt, wir könnten schon sehr gut da jetzt den einen finden. Aber natürlich habe ich das Schild feinstfühlig überkriegelt mit Edna, weil jetzt steht drauf nur für Edna. Und das finde ich ziemlich cool von Edna. Ja. Edna darf auf Klo und die anderen nicht. Und das war aber nicht das Klo. Dann gilt das natürlich nicht. Oder gilt das dann auch für die Toiletten, das nur für Personal? Nur für Personal ist dann nur für den Wäschekram, ne? Ja, dann gehen die ja doch alle zusammen auf die Toilette. Ist er jetzt hier? Habt ihr hier den Typen gesehen? Wo ist der denn? Ich störe sie lieber nicht. Die wollen sicher allein sein. Lieber nicht. Ich... Warum? Mehr, mehr, mehr. Ach, halt. Wo ist der denn jetzt? Oder ist der ganz oben oder so? Oh, jetzt bin ich voll enttäuscht, dass ich den nicht finde. Aber ich lade jetzt mal nicht neu. Wenn ich da lang gehe, dann komme ich da hinten rum, dann komme ich bei dem anderen da lang. Da war doch aber keine Tür mehr, oder? Da oben war doch auch nichts mehr, glaube ich. Dann war es da die Bar. Oh Mann. Guck mal, er ist auch noch weg. Da war doch nichts mehr, ne? Dass der da hinten... Ich glaube auch nicht, nee. Nee, das ist nur so ein Aufenthaltsraum. Und diese Geckos hier, das sehe ich ja jetzt erst. Gar nicht vorher beachtet. Geh mal runter. Ja, dann beeilen wir uns mal. Es bringt ja auch nichts, die Lichter wieder auszumachen, sodass diese Monitorhypnose vielleicht wieder aufhört und der wiederkommt, weil dann sitzt er ja wieder da. Das ist ja auch, ne? Auch doof. Gehen wir mal wieder hier hin, um wieder auf die andere Seite, auf die Treppenhausseite zu kommen. Dann ist der vielleicht, wo ist der denn wohl hingerannt nach ganz oben? Da ist das Büro. Da kommt der nächste Ausgang. Das Büro. Die Kammer. Da war auch nichts. Ja, und hier waren die Duschen. Wisst ihr, dann machen wir das jetzt mal so, dass wir uns erstmal um die Schaufel kümmern. Ja, oder? Ja. Ich kümmere mich mal erstmal um die Schaufel. Weil los geht's. Weil das können wir ja wenigstens schon mal machen. Dann kümmere ich mich um den Monitortypen dann nochmal am Ende eher. Vielleicht hilft uns das ja auch schon weiter und man... Da kommt der nächste Ausgang. Man soll das vielleicht so auch von der Reihenfolge machen, das weiß man ja immer nicht. So, watschelt wieder nach oben. Was sagt denn Pucki hier zu dem Handmantel? Vielleicht kommt da ja noch was. Ja, hier muss man einfach nochmal Alex' unglaubliche Leistung als Sprecher loben. Oh, danke. Bei dem ich halt irgendwie vor Ort halt irgendwie die gruseligen Texte mit der Waschmaschine im Studio gesagt habe, so, ja, weiß nicht, klingt doch einfach mal, weiß nicht, versuch mal irgendwas in Richtung Klaus Kinski. Und dann diese gruselige Waschmaschine interpretiert hat. Das ist natürlich sich psychologisch sehr einfach erklärt, dass die Waschmaschine als Symbol der Sauberkeit für Edna ein absolutes Feindbild darstellt. Und auch wenn sie die Waschmaschine halt freundlich tut, in Wirklichkeit will sie halt nur Böses. Das merkt, das spürt auch Edna. Dann hätten wir die bestimmt noch ankriegeln können, aber ich lasse es jetzt mal. Wir gehen mal hier wieder weg und gehen mal nochmal zu ihm hier. Ja, mal gucken. Geh doch mal. Ach, wir müssen erstmal hier runter. So, und jetzt geht das auch. Dr. Marcel. Ja, dann haben wir hier noch einen Ofen. Da können wir... Ach ja, stimmt, den habe ich auch ganz vergessen. Da können wir da dann den Schlüssel brennen, wenn wir ihn haben. Hatten wir uns das hier nicht schon angehört? Nicht? Pucki nicht? Ja, eigentlich eine meiner Lieblingsrätselketten. So jeder Step für sich betrachtet, ergibt so scheinbar Sinn oder so auf so Edna-Niveau halt so
angemessen sind, sage ich mal. Aber wenn man so das große Ganze zusammennimmt, dann kratzt man sich doch im Kopf und denkt, hä? Das ist die Sache mit den Löffeln in der ganzen Anstalt, also lange bevor Edna in diesen Screen kommt, ja, dieses Foreshadowing, ich glaube, das finde ich daran so interessant. Langsam bevor Edna in diesen Screen kommt oder überhaupt irgendwie in den größeren Bereich der Anstalt kommt, bereits im ersten Raum wird etabliert, dass heute Wünsch dir was Tag in der Kantine ist. Dann wird halt irgendwie Schritt für Schritt aufgebaut, dass es in der ganzen Anstalt keine Löffel mehr gibt und dass die Leute deswegen halt irgendwie improvisieren müssen. Und hier sehen wir Almo, der halt irgendwie unbedingt mit Löffeln halt seinen Fluchttunnel graben muss, weil es sich einfach gehört, den mit Löffeln zu graben. Beim Barmann wiederum, weil er keinen Löffel gefunden hat, benutzt er eine Schaufel als Löffel, weil die Insassen schon längst gar nicht mehr wissen, wie richtige Löffel aussehen, hält er auch die Schaufel für einen Löffel. Und ja, wir kriegen zwar die Schaufel recht schnell, aber es ist dann doch im Endeffekt ziemlich schwer, Almo davon zu überzeugen, dass ein adäquater Ersatz für seinen Löffel ist. Deswegen nimmt er diese Schaufel nur sehr widerwillig als Löffelersatz an. Kleiner netter Nebengag ist natürlich, dass halt die verbogenen Löffel, weil Almo halt langsam alle Löffel verbogen hat, halt irgendwie diesen einen schönen kurzen, mal kurzen Kommentar von Edna lostreten können. Hier sieht's ja aus wie bei Uri Geller unterm Sofa. Das ist irgendwie einfach schön. Ja, weil der Typ ja auch immer Löffel verbiegt, das stimmt. Aber jetzt weiß ich spoilermäßig, dass der Typ die gar nicht vielleicht will. Wir gucken mal. Almo? Bist du noch Almo, da unten? Almo, genau. Der Almo. Hola, Edna! Hola! Was gibt es? Voll die coole Schaufel, Friedrich. Und wie geht's voran? Und? Wie geht's voran? Um ehrlich zu sein. Ja, jetzt erzählt er wieder seinen Kram. Sind die Löffel. Doch. Viel Glück. Das heißt, ich muss die dem so geben, ne? So, pass mal auf. Jetzt gebe ich dir meine Schaufel. Wo ist sie denn? Da. Hallo? Bist du noch da unten? Hola! Was gibt es? Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Ah. Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Ja, aber... Wie? Was ist jetzt? Hallo, bist du noch da unten? Hallo? Ich glaube, er ist zu sehr mit Graben beschäftigt. Kann man da vielleicht jetzt das nehmen? Lieber nicht. Mit einem Loch im Inventar würde ich meine ganzen tollen Sachen verlieren. Kann ich wieder runtergehen? Lieber nicht. Nachher komme ich nicht wieder raus. Und ich war lange genug eingelocht. Also das heißt, er gräbt jetzt sonst wo und vielleicht kommt er ja woanders raus. Das wäre ja ziemlich cool. Kannst du da vielleicht einen von nehmen, von den verbogenen Löffeln? Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Ach, Edna, was soll ich dazu noch sagen? So, wo könnte der denn jetzt sein? Also wenn der jetzt ein Loch gegraben hat, kann ich mir vorstellen, dass der irgendwo rauskommt. Irgendwo halt. Ich geh mal hier hin. Ich guck mal jetzt. Almo? Bist du hier irgendwo? Almo? Ist Almo hier jetzt? Nein. Almo ist da auch nicht. Da ist Almo auch nicht. Jetzt kommen wir in die Küche, ne? In die schöne Küche, obwohl wir gar keinen Löffel haben. Aber mit seiner Schaufel begnügt er sich ja auch. Es hat ja geklappt, so ist ja nicht. Nur, ja, schwierig jetzt, wie es weitergeht, das ist das Problem. Können wir hier nochmal ein bisschen rumsauen? Sau mal rum. Tisch, da, dann Kriegel. Okay, kannst du nicht. Dann nicht. Dann kannst du nochmal die Pflanze. Edna. Wenn ich mein Gebiet markieren will, dann mache ich das anders. Darf ich fragen, wie? Ich hinterlasse einen bleibenden Eindruck durch mein Charisma. Ja,
Ich müsste auch langsam mal. Ja, apropos Toiletten. Wenn ich mal... Ja, okay. Nicht geklappt. Mann, wo ist wo? Wo? Ich bin... Jetzt, warum bin ich jetzt... Ja. So schwierig jetzt, was die jetzt wollen von mir. Da wird der andere noch sein? Sagt der noch irgendwas dazu? Oder ich glaube nicht, ne? Mit dem können wir auch nicht mehr reden. Der war doch auch irgendwie total durch den Wind, der Alu-Mann. Hallo Alu, alte Rinde. Oh, hallo Edna. Glaubst du, es hat funktioniert? Glaubst du, ich kann jetzt hell sehen? Probieren wir es doch aus. An was denke ich gerade? Der misst schon wieder. Natürlich an den Bodenfrost. Was natürlich nicht geht, deswegen gehe ich wieder. Na komm. Lass mal stecken, Alu. Du mit deinem scheiß Elektrokram. Hat überhaupt nicht funktioniert hier. Das ist wieder der Geheimraum hier. Ist hier vielleicht irgendwas passiert? Anderes? Ich suche halt jetzt wie verrückt, ne? Ich suche nach dem einen, ich suche jetzt nach dem anderen. Wo sind sie nur alle hin? Und kann man hier noch irgendwas nehmen? Habe ich hier vielleicht was übersehen? Ist die Urne, Putzi-Murmelglas, Foto, Porträt. Ja, und der Drachen. Der Wind ist ungünstig. Es gibt dann auch noch den anderen Raum mit der Kaffeemaschine und so. Aber, ja. Geh jetzt mal. Kann man hier vielleicht mal in den Flur? Ach, wir hatten ja hier auch noch ein WC. Oh mein Gott, ich stehe so auf dem Schlauch. Warum sagt mir das denn keiner? Da ist doch noch ein WC. Ja komm, da wird er wo sein. Scheiße, und das war so einfach. Da hätte ich doch gleich hingehen können. Wären wir jetzt schon längst da? Na egal. Ich hoffe, ihr habt nicht schon den Monitor total angeschrien. Da ist der Schlüssel. Den nehmen wir uns jetzt mal. Hey, lass das. Oh. Mist. Der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Oh oh. Was können wir uns denn mal einfallen lassen? Wir reden mal mit dem. Weil hier waren wir nämlich echt nur einmal kurz, deswegen habe ich das echt nicht abgespeichert, dass hier noch ein WC ist. Hey, ist da jemand drin? Ja. Ja, verdammt. Bist du das Neue? Klar. Dauert's denn noch lang? Frag nicht. Ich hab's mir so lange verkniffen. In meiner Blase ist mehr Wasser gespeichert als der Jahresniederschlag am Amazonasbecken. Ja, komm, dann sag uns doch, dass wir zu dem Monitor gehen sollen. Und, ne? Ich meine, man könnte sich natürlich mit dem Ton hier den Abdruck auch nehmen. Wir müssen uns den ja nicht ganz nehmen. Weißt du? Wir müssen ja nicht den Schlüssel, so, wir brauchen den Ton. Komm, guck mal, wir strohlen hier noch ein bisschen rum. Und wir schreiben hier auch noch ein bisschen rum. Nass schreibt er nicht mehr. Kannst ja ausmachen. Die Geräusche, das hilft bestimmt. Das hilft. Nass schreibt. Aber das geht auch nicht. Und dann kannst du auch wieder hier nebenan. Was machen wir denn nochmal? Wir reden mal mit dem Schlüssel. Ich kriege dich schon noch. Das glaubst auch nur du. Wir sprechen uns noch. Kannst du hier nochmal ein bisschen an die Klotüren kriegeln? Was steht da? Can send me? Was? Ah ja. Ja, das hatten wir ja schon. Ja, gut. Dann haben wir das auch vollgeschrieben. Ja, das heißt, wir brauchen ja den Ton, ne? Oder sagt er noch was dazu? Hey, ist... Ja? In meiner Alster. Nee, hey, ist... Ja, immer dasselbe, okay. Ja, ich glaube, wir brauchen den Ton. Wir brauchen den Abdruck. Scheiße. Ich meine, wir sind schon recht weit gekommen. Das heißt, selbst wenn ich hier beim WC das gleich gefunden hätte, das hätte mir wahrscheinlich nicht viel gebracht. Was war hier nochmal drinne? Ach ja, hier war der Raum. Das Fenster steht noch offen, das ist schön. Ja. Müsli, Marmeladen, Kaffeemaschine. Hm. Wo ist er hin, der Monitormann? Achso, der Monitormann nicht, sondern der andere, meine ich, der Tonmann.
Kann man das vielleicht auf den Monitoren sehen? Wenn man lange genug auf die Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu erkennen. Das war auch ein guter Tipp. Wäre es gewesen. Ist hier irgendwo was? Da ist so ein dunkler Fleck hier oben. Ist der da rausgekommen? Das hier ist der Aufenthaltsraum, glaube ich, oder? Und das hier? Sind die Duschen. Ich gehe nochmal in den Duschraum. Und guck mal, ob der das jetzt zu den Duschen geschafft hat. Das sieht nämlich aus den Monitoren so aus, als ob der da rausgekommen ist, der Grabtyp. Ich bin nach oben gegangen. Es läuft ja schon ein bisschen chaotisch hier im Moment. Sorry. Ja. Heididididi. Jetzt müssen wir wieder Fahrstuhl fahren. Oh, oh. Hallo. Hey. Ich bin doch der... Immer der Doktor. Oh, jetzt komm. Ja, was machen wir denn da? Oh, nee, das geht ja gar nicht. Oh, nein. Ja, da muss die Edna natürlich sorgen. Jetzt bleibst du hier. Ja. Geh da rein und fahr mit dem Fahrstuhl. Warum gibt es keinen schnelleren Weg dahin? Das ist so umständlich immer. So doof. Und der Nervöse ist ja auch immer noch. Ich habe immer gehofft, dass man den weniger nervös machen kann. Vielleicht kann man dem ja noch ein bisschen Kaffee geben, damit er noch mehr abdreht. Dip, 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 dip. Da kommt der nächste Ausgang. Na dann mal hopp. Sehr schön. So. Wenn wir den Ton haben, dann können wir natürlich auch das mit dem Schlüssel machen. Und so. Hier sind wir richtig, ne? Hier sind wir richtig. Ich bin nämlich nicht zum Irren gegangen. Da war doch aber... Das gibt's doch nicht. Ich dachte, der ist jetzt hier rausgekommen. Vielleicht ist er woanders rausgekommen. Aber um die Ecke kann ich ja nicht. Da ist der... Hier ist auch keiner. Huti und Multi sind auch nicht mehr da. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich mache jetzt mal kurz einen Cut und such mal. Ja, was suche ich jetzt eigentlich? Ich suche den Tonmann, damit wir Ton kriegen können. Aber eigentlich ist das ja auch nur so eine fixe Idee von mir. So, das ist ja nur, weil er da unten gräbt. Ich dachte halt, wir kriegen für die Schaufel ein bisschen von dem Zeug oder... Oder er kommt irgendwo unten raus und da können wir dann hin. Ich weiß es nicht. Ich informiere mich mal oder ich suche jetzt nochmal und spare ein bisschen Zeit. Bis gleich. So, da bin ich wieder, Leute. Und laut Lösung soll man eigentlich beim zweiten Abstecher hier runter Tonerde aufsammeln können. Also das war gar nicht so falsch gedacht. Aber die Frage ist, wie ich sie jetzt aufsammeln kann, weil einen Löffel habe ich ja nun nicht mehr und eine Schaufel auch nicht. Nehmen. Loch. Lieber nicht. Mit einem Loch im Inneren. Wo kriege ich denn jetzt hier die Tonerde her? Dann red mal mit dem. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Hallo? Bist du noch da unten? Hallo? Ich glaube, er ist zu sehr mit Graben beschäftigt. Ja, dann kapiere ich aber nicht, wie ich jetzt an meine Tonerde komme. Hä? Erdhaufen. Ach so, der war vorher gar nicht da hier. Oh. Man muss immer so auf die Details achten auch, ne? Habe ich jetzt endlich meinen Ton? Warum schleppe ich jeden Dreck mit mir herum? Das ist gute Tonerde. Damit können wir jetzt den Abdruck machen, selbstverständlich. Und das machen wir jetzt mal. Brennofen haben wir auch schon direkt hier um die Ecke. Da müssen wir nämlich dann auch noch hin. Ja, jetzt mal gucken, ob das jetzt so klappt, ne? Was ich mir so denke. Bin ja schon mal froh, wenn ich immer diesen Schritt weiter bin. So, Edna, wir haben jetzt unsere Tonerde. Jetzt müssen wir nur noch hoch wieder gehen. Und nochmal hoch und nochmal hoch. So, und hier um die Ecke. Ich bin nämlich nie hier um die Ecke gegangen. Ich bin immer hier hin, nach oben oder nach unten. Und nie zu den dusseligen WCs hier hin. Oh Gott, ich bin so blöd manchmal.
ich ja mal gespannt, so am Ende des Parts, ob das klappt. Die Erde ist zu trocken, um darin einen Abdruck zu hinterlassen. Ja, das ist ja kein Problem. Dann machen wir das nass. Cool, jetzt habe ich Matsch. Ja, dann pack den Matsch mal daran. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Gut. Haben wir jetzt den Abdruck? Sehr schön. Ich bin stolz auf uns, Harvey. Wir haben wirklich einen Abdruck des Generalschlüssels. Wie cool. Ja, jetzt müssen wir das nur noch irgendwie brennen. Und zwar schnell. Wenn das denn klappt. Wenn es denn klappt. Kannst du wieder hier in den... Geh zu Flur. Da lang. Warte. Ich habe die Pflanze noch vergessen. Das ist wichtig. Schön. Wir kriegeln nämlich alles hier im Moment konsequent. So. So. Ich glaube, das ist so auch der schnellste Weg, den ich jetzt hier gerade extra nehme. Damit wir das nochmal hier erledigt kriegen. Treppe nehmen. Dann zu der Tür. Viel rumgeklicke und viel gelaufe und am besten merkt man sich immer gut die Wege. So als Tipp. Okay. Und kann man das jetzt einfach nehmen? Bestimmt heiß, ne? Au, heiß! Mist, so komme ich da nicht ran. Aber mit den Topflappen. Das sollte klappen. Yeah, wie cool. So, jetzt haben wir die Form. Das ist ein perfektes Negativ des Generalschlüssels. Das heißt, rein kommen wir schon mal. Nur noch nicht raus. Ein Hoch auf deduktive Logik. Und auf Pürierstäbe. Genau, und wir haben ja jetzt unsere Goldmünze. Kann ich das... Gold wäre das ideale Material, um den Schlüssel zu gießen. Aber wie bekomme ich die Medaille flüssig? Das war ja der... Ich hab's. Du musst so lange an den Enden ziehen, bis sie in der Mitte ausleiert. Ja. Oder ich suche ein passendes Gefäß für einen Ofen. Wir haben doch noch den Topf. Sie ist einfach und beinhaltet rohe Gewalt. Wir haben doch noch den Topf. Geht das vielleicht? Topf. Nimm den mal. Sie meinte doch auch irgendwann mal... Der Topf hat die richtige Größe genau, für den Ofen. Das habe ich mir aber ja noch gemerkt. Aber etwas fehlt. Ja, das Gold. Dann packen wir das da rein. Okay. Den Topf mit Gold dann in den Ofen. Und das funktioniert alles. Oh, ist das toll. Flüssig, Gold. Und jetzt nimmst du das nochmal? Au, heiß! Wieder unsere Topfklappen. So komme ich da nicht ran. Oder sollen wir es überhaupt direkt da reinkippen? Oder mal. Das sollte klappen. Unsere Topfklappen, wenn wir die nicht hätten jetzt, ne? Das wäre doof. Aber das Ding ist ja auch noch heiß. So, und jetzt. Okay. Okay, macht sie mal eben hier ein Duplikat vom Generalschlüssel. So, jetzt haben wir das und das wieder dahin. Der soll doch abkühlen und nicht wieder schmilzen. Ach ja, stimmt. Ja, dann soll der mal abkühlen jetzt. Warum wird der Schlüssel nicht endlich fest? Ich sollte irgendwie nachhelfen, so wird das nie was. Ich finde sicher einen Weg, die Form abzukühlen. Ja, wie wir das Ding abkühlen, vielleicht können wir das entweder hier runterschrauben... Oder wir packen das Ding in einen Kühlschrank oder so. Das könnte man natürlich auch tun. Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal jetzt das Duplikat eines Generalschlüssels. Also wenn das mal nicht ein Hurra bedeutet. Wir sehen uns im nächsten Part von Edna bricht aus und dann kommen wir hier endlich raus. Bis dann, Leute.